trotzdem. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, schon wenn man sich den Titel Ihrer Aktuellen Stunde anschaut, in dem es heißt, keine Verlagerung nationaler Zuständigkeiten bei der Zuwanderung auf transnationale Ebene, und dann Ihre Rede gehört hat, Herr Hebner, wo Sie sagen, hier geht es um einen Pakt zur Aufhebung der Grenzen, der erkennt auf den ersten Blick, hier steckt nichts drin als Verdrehung der Wahrheit. Sie operieren wieder ganz offen mit Lügen über das, was tatsächlich passiert. Und dabei reicht ja ein einziger Blick in die Unterlagen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gemacht haben. Ja. Dann wird Ihnen zum Beispiel klar, dass es hier um einen rechtlich nicht bindenden Pakt geht. Wie kann denn ein rechtlich nicht bindender Pakt, der Ziele und Leitlinien formuliert, zur Aufhebung von nationalen Zuständigkeiten führen? Das geht überhaupt nicht. Sie unterstellen hier bewusst falsche Tatsachen, um Leute zu verängstigen, um Menschen aufzuhetzen. Und das ist schäbig, werte Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und deshalb mal zu der Frage, worum geht es denn eigentlich wirklich in diesem Global Compact for Migration. Es geht darum, zunächst einmal anzuerkennen, dass Wanderungsbewegungen, dass Flucht, dass Wanderung aufgrund von ökonomischen Hintergründen zur Geschichte der Menschheit dazugehört. Dass das nichts ist, was plötzlich über uns kommt, sondern dass das etwas ist, das die Geschichte der Menschheit immer mitgeprägt, mitbestimmt hat und dass es darauf ankommt, mit dieser Tatsache verantwortungsbewusst und kooperativ international umzugehen, nach gemeinsamen Regeln für Wanderungsbewegungen zu suchen, anstatt Angst zu machen und nur die Schotten dicht zu machen. Und wer mal in die Ziele reinschaut, das sind 22 Ziele formuliert. Dazu gehört auch, dass man die Gründe für Wanderungsbewegungen versucht zu reduzieren, nämlich da, wo Menschen gezwungen werden, ihre Heimatländer zu verlassen, aufgrund von Umweltzerstörung, aufgrund instabiler politischer Situationen, aufgrund sozialer Probleme. Solche Aufgaben sollen gemeinsam und in internationaler Kooperation angepackt werden. Da geht es um den Kampf gegen Schlepperunwesen. Da geht es auch und natürlich um bessere Bedingungen für die Integration von Zugewanderten. Da geht es um Menschenrechte von Zugewanderten. Und wer sich dagegen ausspricht, bei dem weiß ich nicht, welches Menschenbild vertreten Sie denn eigentlich? Welches Menschenbild vertreten Sie denn eigentlich? Sie berufen sich so oft auf das... Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie berufen sich so oft auf das christliche Abendland. Zu diesem christlichen Abendland gehören zwei ganz wichtige Prinzipien. Erstens, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gegen beide Prinzipien verstoßen sie auch heute wieder ganz klar und deutlich. Es waren im Übrigen insbesondere die Zielländer von Fluchtbewegungen, von Wanderungsbewegungen, die darauf gedrungen haben, dass wir gemeinsame internationale Regeln finden, dass wir über Instrumente reden, wie wir mit Zuwanderung umgehen. Und ich will es auch noch mal deutlich sagen, da von Ihnen Zuwanderung oder Wanderungsbewegung immer als Angstmacher benutzt werden, dies gehört auch zur deutschen Geschichte. Deutschland war immer auch Einwanderungsland und Deutschland war immer auch Auswanderungsland. Schauen Sie doch mal in die Geschichte zurück. Schauen Sie in die Geschichte zurück, im 17. und 18. Jahrhundert die Zuwanderung der Hugenotten nach Preußen. Mit der Industrialisierung des Ruhrgebietes die Zuwanderung polnischer Arbeitskräfte. Ab Mitte der 50er Jahre die Zuwanderung aus Jugoslawien, aus Italien, aus der Türkei. Anfang der 90er Jahre die Spätaussiedler. Dieses Land hat immer mit Zuwanderern zu tun gehabt. Und dieses Land hat davon profitiert und diese Zuwanderung hervorragend bewältigt. Und das muss man auch mal deutlich hier sagen. Und Deutschland war auch immer ein Auswanderungsland. Allein im 19. Jahrhundert sind rund 7 Millionen Deutsche in die USA ausgewandert.
Im Jahre 2016, die letzte verfügbare Zahl, die wir statistisch haben, waren es immerhin 280.000 Deutsche, die ausgewandert sind. Wir haben also auch eine Einwanderung- und Auswanderungsgeschichte. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, machen Sie doch nicht die Augen vor der Wirklichkeit zu, versuchen Sie doch nicht, Ängste zu schüren, sondern halten Sie sich an die Tatsachen, halten Sie sich an die Tatsachen, anstatt Lügen zu verbreiten. Schämen Sie sich für diesen Antrag, den Sie hier gestellt haben. Es kommt darauf an, miteinander zu organisieren und nicht gegeneinander. Davon wird unser Land profitieren. Mit dem, was Sie machen, schaden Sie unserem Land. Das Wort hat die Kollegin Linda Teuteberg.